und herzlich willkommen. Wieder Teil 7. Retox mit Vollgas. Ja, da sieht man etwas um deine. Ja, ich mach Werbung für. Ja, aber da ist etwas andere dabei. Milzi TV and Friends. Das bin ich, Milzi. Das ist der Michi. Und da unten bist du, Patrick. Ja, aber da ist etwas an deine Sache, das man auch nicht so erkennen hat. Was? Guck mal, war wieder dran. Spiegel. Da spiegelt sich etwas. Guck mal. Ja. Ja, okay. Aber man erkennt's. Das muss man auch zusammen. Da finden wir auch die Videos, was wir hier drehen. Okay. So, was haben wir jetzt vor? Im 7. Teil. Wir haben im letzten Teil haben wir ein paar Rennen gewonnen. Ja, wir können jetzt zwei Sachen machen. Entweder machen wir unseren Lupo noch ein bisschen fit. Ja, könnte man machen. Oder wir machen den RX-7. An die RX-7, ja, könnte man auch, aber da kostet aber auch sehr viel wieder. Aber die Rennen mit deine 435 PS, so wo kann man denn doch gar nicht tun, oder? Nee. Was? Guckst du halt im Matze? Ja. Guck mal, was natürlich. Echt? Wenn noch gar nichts an Tuning, wenn nur nicht viel kommt. Alter, würde ich vorschlagen, dann gucken wir mal in den was rein. Aber das wird teuer, die Tuning jetzt, weil das ist eine andere Motor. Und gucken. Ja, machen gucken. Mazda, mach mal Platz da, hier kommt Mazda. Ich glaube, Turbo haben wir noch gar nichts gemacht. Warum haben wir schon 4, ey? Ja. 45.000, ja. 500 PS mindestens. Was wird Stufe 4 kosten? Ah, die Luftkühler können wir anbauen. 40.000, da muss ich halt noch ein paar Rennen fahren. Du fahr ein paar Rennen? Schalt einfach mal schon die Stufe. Ah, ne? Nee. Aber nur die Sporte, ich glaube. Aber ja, paar Rennen, ich habe ein bisschen wieder schon. Motor, ja, könnte man. Ah, den Computer haben wir nicht gemacht, okay. Also ich würde nur bis 10.000 gehen. Okay. Dann schau jetzt viel Rennen fahren, ja. Oder das gelbe Auto verkaufen muss man, das braucht man ja nicht. Da bringt nur 2.000. Ja, ich kann schon genauso gut falten. 2.000, das ist nicht viel. 16.000 für 6 PS. Das ist teuer, ja. Ah ja, ich habe euch gesagt. Da braucht man Moneten, ne? Weißt du? Klar, der Turbo, da wird man jetzt fast die packen. Stufe 4, was ist das? Ja, 431. Stufe 3, ich glaube. Ja, Stufe 4. Geh dann mal auf Turbo. Geh mal auf Turbo. Ich geh dann auf Stufe 4. Geh dann mal nicht verfügbar, ne? Du brauchst ja erst, glaub, Stufe 3. Okay, da landen das nicht, das Geld. Ja, wir tun uns halt der erste Turbosatz kaufen. Okay. Na, immerhin machen wir. Und was mit Stufe 2, wir warten nicht teuer SD. Nee, kann man nicht ganz leisten. Kann man es sich nicht leisten. Lass die Turbo weg. Wir vermissen ja, um die Art zu fahren. Wenn du für die Stufe 3 gerade noch 2.000 brauchst und jetzt für 12.000 die Stufe 1 kaufst, dann überlebst du die Stufe. Doch wieder. So, ich kann es eigentlich mal probieren, was dafür alles mitbringt. Meistens ist es ja nur so eine Vorgabe. Aber jetzt können wir nicht mehr an dem anderen mitmachen. Nee, weil die alle schon drüber sind. Ich zieh mal drüber. Brauchst du deine wieder aus? Aber das sind wir doch schon mitgebracht, da ist doch schon ein Pokal drin. Ich probiere es mal. So zurückschreiben. So, dann jetzt mal probier die zweite Rennen, okay. Also, RS mit VIP. Special Stage Round 5. Aber jetzt fahrst du jetzt mit deinem 435 PS hin. Ja, aber. Ja, aber ich. Wie viel PS haben wir? Ich gucke jetzt was vor. 280 haben wir? 221. Okay. Die haben wir jetzt auch. Du, aber jetzt klingen sie böse.
Skyline ist dabei. Oder ist das die Kaliber? Man kann auch immer zum Tisch fahren, mal rücken. Okay, die geht gut ab. Das ist das zweite. Ja, da bin ich wieder. Ne? Oh, der erste Spiel. In Lenkung kann man nichts investieren oder so. Doch, in Stabilisator. Du musst doch abmachen, wenn es zu hoch geht und die Fahrt zu abscheiße dann. Ja, ja, das wird jetzt schon nicht so langsam. Wird schwierig jetzt, ne? Ja, das ist wieder zu hoch. Das Problem war damit, die müssen ja nicht so auf Abbremse wie ich. Aber wir kommen jetzt schon mal drüber. Ich mache den Schindler da, den Mauer mit mir. Ich sag Abbremse. Ja, jetzt gerade. Ja, ich hab noch Abbremse. Ah! Ja, das war nicht so leicht jetzt, ne? Ja, müssen wir nicht nur ein Turbo noch reinstecken? Ja, aber erst in die Stabilisation muss man richtig so, dass die Wagen fahrt sich stabil und so, weil jetzt. Ja, wenn ich so ausbricht. Ja, weil jetzt die bricht einfach sehr, sehr viel aus, ne? Ja, es ist. Daniel, brauchst du gar nicht zu fahren, Daniel. Da wärst du ein Problem ohne Ende. Also. So wie ich. Daniel, das kenn ich nicht. Ich habe auf das Spiel auch schon kenn ich nicht. Oh, yes. Okay. Lauter VIPs. Ja, deswegen habe ich ja vorgeschlagen, dass man mal auch andere Spiele von den Zeugen kann. In dem Format. Ja, das kann doch nicht mehr. Das ist für eine PlayStation, das ist schon die freie Hausfirma, oder? Für die 4, für die 12. Ja, wo der Grafikvergleich 2 gegangen. Die 2er zu 4er. Müssten wir aber noch 3er zu nehmen. 3er weiß ich gar nichts mehr. 3er haben wir. Weil Warner gut ist, den für einen guten Arcade-Modus gibt. Oh, ihr Ficker, das ist doch. Eieiei. Das ist so dumm. Immerhin wieder Platz. Das ist die Endkurve da. Den Part müssen wir auch noch so lange machen. Patrick telefoniert ja jetzt. Nein, Patrick brauchen wir jetzt nicht. Das ist noch telefonieren, ne? So. Wir verdienen auch nur 5.000. Wo verdient man 2 Stück Geld im Spiel? Bei der Ausdauerrennen oder was? Scheinbar. Ausdauerrennen, aha. Guck schon mal, ich mal besser auch das. Geht das immer Woche? Kann ich für so ein Mitfeld probieren. Da musst du was am Fahrwerk machen. Ja. Mal gucken, was man also eine Geschwindigkeit, guck mal eigentlich mit. Tuning. Ja, das ist aber eine Bremse. Ich
Wo ist das jetzt hat, mit dem Stabilisator? Federung so. TV8. Jawohl, wohl hier. Ja, aber nein. Wenn's Auto besser fahrt damit, trinke ich noch ein E8. Richtig. Sag mal Sache. Dinge. Bremse investieren. Das hat alles weg. Ja. Na, er holt mal Geld sammeln und jetzt geht man alles aus. Ja. Und Geld verdienen. Ja, Geld ausgeben. Wir haben ja meine quasi. Skurrilerweise. Wenn er quasi schon eine Chance hat. Die andere Hände da unten kann man noch nicht machen. Unbefestigte Straße und so. Wir haben noch kein passendes Auto dafür. Das wir probieren. Was halt noch einmal. Nochmal die Special Stage R5. Oh, erzähl mal, schwanger ist dein Leben, Daniel. Ich hab nicht viel zu erzählen. Oh. Du spielst schon privat Eurotruck-Simulator. Nö, wieso? Was spielst du jetzt? Halt? Da kam ich hin zu spielen. Ah! Oh, da gibt es auch immer so Streit, gell? So Forza Horizon, Gran Turismo. Da machen wir so Zeit gleich raus. Das ist so wie bei FIFA und ja, gut, kommt so ein bisschen die Zeitspanne, die so. Also am Anfang war es ziemlich schnell immer mit dem Fantasma und dann wird es immer später. War das jetzt besser? Den gibt's nicht, oder? So. Ich kann ja gar nicht so hoch tun, weil ich hier natürlich gar nicht weiß, oder? Wie gesagt, ja, aber du wirst ihn halt nur machen. Das ist nicht zum Scheiß, das ist eigentlich nur so ein Taxi. Kann man nicht? Als wenn du scheiße bist. Müsste schon da echt abnehmen. Immer da die Entwurf da. Das ist irgendwas, das du nicht so blockierst. Wenn du bei uns im Schauer und die Fahrerwand. Das ist genau so. Wappen, meine Wappenwunder. 20 Jahre in meinem endlichen Wappenwunder, aber gehört du bist mir zu alt. Aber nur auf der PC-Version, die man mit der Müller spielt. Der ist per PC-Version. Es gibt keine PC-Version. Ich habe die Emulator-Version Playstation. Wer spielt sich den PC mit dem Xbox-Controller? Oh, Playstation 2 spielt. Eins. Playstation 1 sogar. Ah ja. Oh, wenn schon 2004. Ja, genau. Ah, jetzt haben wir das Silvester verpasst. Oha. Jetzt haben wir mit euch Silvester. Der erste. Ah, Patrick ist wieder da. Ja, da war was Mama, Patrick. Und liebe Mama. Und was ist passiert? Patrick, wir haben 1.1.2002. Frohes neues Jahr, gell? Weil die Computer hat Probleme gehabt. Du weißt das. Ein frohes neues Jahr euch allen. Und erster Platz. Oh. Man weiß nicht, wenn man das Video anschaut, wenn ich das Video von Silvester anschaue, kann ich jetzt sagen, frohes neues Jahr, das ist auch frohe Weihnachten oder frohe Ostern. Ja. Warum? Das ist ja nicht zu sehen hier. Ja. Oje, oje, hast du Probleme? Ich mach das 8 ab. Wieder? Ja, du kannst verraten. Wie ist das ausgegangen, die erste Rennen? Moment, dritter ist er Woche. Ah, okay. Es ist halt außer Kampf, oder? Das ist klar, oder? Ja, jetzt muss er kämpfen. Ich bin nicht der Liebe. Ah, no, der könnte das noch schaffen. Ja! Aber ganz knapp. Ja! Yes!
Okay, doch. Yes, ja. Yes, yes. Mann, jetzt will ich mal das Loophole-Wende versuchen. Ah, oh, von der ist es noch. Ja, von der Endspunkt, ja. Ich will nur das Loophole-Wende fahren. Ja, bevor ich nicht zu Ende. Weiß ich nicht. Ja, aber gut, können wir wieder das Geld, was du hast gewonnen, jetzt anstecken. Ich hab durch. Hallo, man könnte wieder die 7... wir haben eine neue Wagen. Die 7000 kannst du investieren im Lupo. Aber immer abspeichern würde ich. Ja, speichern immer so viel zu selten ab. Mhm. Wenn man den Computer abstürzt, dann ist schon alles weg. Ist schon. Ja, und dann ist die Aufnahme auch rum. Gestern ist mein Computer abgestürzt durch alle Aufnahmen. Ja. Deine Schuld-PC ist du? Nein, weil das ist irgendwie zu Eis. Oh, Nismo haben wir gewonnen. Oh, ein 270 R. Was ist das? Ein Skyline, oder? Ja, die. Deine Grundausstattung. Aber nur da ist nicht nur schwarz, der ist super schwarz, was du siehst. Super blech. Ja, Sicht, gestern war mal im Super U. Jetzt wechselst du zu dem Lupo. Ein super schwarzes Auto. Aber Ich will noch das letzte Rennen probieren. Nee, Lupo, Lupo. Warte mal, das ist Daniel, Vater. Das ist so schwarzes Auto, das ist schon super schwarz. Ist nicht alle mal so schwarz wie deine Seele, richtig? Das ist jetzt ein gutes und Auto. Und brillant, brillantes Schwarz. Ja, die hat nur 280 PS und der absolute Wurm mit 440 PS. Ja. Mal lieber. Ich muss es gerade suchen. Echt? Rechts war es gestanden. Echt? Also, ich hätte noch das andere Rennen probiert. Welche? Ja, das. Ja, aber das packst du doch nicht. Nee. Wir haben so schon so Probleme gerade durch. Die Autos sind noch schneller. Ja, der hat jetzt gerade mit 280 PS eine Rennen gewonnen und 443 PS. Ich glaube nicht, dass die letzte Rennen, die gewinnst du. Mit 493 PS. Ne? Aber dann hätte man die etwa Herausforderung gepackt. Aber ich glaube nicht, dass er packt das. So pessimistisch sei. Da kommt die Knalle, Otto. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Was für ein Glas? Ah, jetzt ist man auch mal pessimistisch oder optimistisch. Oh, ich bin zu groß für die Kamera. Ja. Ja. Muss so runtergehen. Jo. Das sieht man, wenn man da auf. Ja, die sind geradeaus, da bist du weg. Aber wenn ich so sitze, sieht man es nicht. Da ist die Korvette am Start. Ja, auch mit der Kette an zu verspielen. Bauchtanz mache ich. Und die bezaubernde Ski. Oh, die lebt. Kennst du die noch? Ja, aber ich hätte es nicht gut. Gut, du kommst zurück an die Kurve, aber dann haben die geben Gas. Das Käse, das geht nicht. Nein! Ich schmeiß jetzt durch. Nein! Nein! Und dann fällt etwas und dann ist alles. Ich schmeiß es auf dich, Mann. Nein! Nein! Aber wenn er es gesehen hat, du bist mal toll. Warte, ich könnte auch noch sagen. Das soll ich jetzt mal machen? Ich bin zu blöd, der Bier wird gedreht. Echt? Ich hab alle durchgespielt. Hat er nur zurückgegeben. Ja, muss ja, natürlich. Viel zu schnell. Was willst du machen? Wir gehen an Corvette, die auch schon über 400 PS hat. Ist das schon wirklich die Corvette? Hä? Geld? Ja, 80.000, glaube ich, oder? Oder 40.000. Das ist immer richtig fette geile Autos, wo du mit dem dammigen Platz hast. Sowieso muss man auch ein Fett-Auto holen. Mama, Platz da, hier kommt Mats da. Ne, jetzt kannst du vergessen, dritter Platz. Es wäre gut, wenn du schaffst das. Aber erste, nee. Da fällt noch am PS mal. Man kriegt die neue Autos nur, wenn man erster ist, Patrick. Gewinnt mein neues Auto. Sache. Gut. Aber ich werde sagen, wer muss denn noch in dem Lupo anstecken? Ja, für was? Ja, die hat wenige Leistung. Ja, aber was willst du mit Lupo machen? Dann brauchst du die Lupo, brauchen wir nur immer. Wir haben zwei Rennen mit die Lupo zu machen. Wahrscheinlich mehr, aber. Es gibt hier noch deutsche Cups, wo du mit deutschen Autos fahren kannst. Ah, ja, aber stimmt. Aber nicht mit dem billigen Scheiß-Lupo, da holt man sich ein geiles deutsches Auto. Was für Rennen? BMW, wäre das? Machst du jetzt 8 mit 3 Retro, Alter. Retro-Retox ist eine ganz andere Sendung wieder. Ich schmeiß das alles in den Topf. Nein, Retro-Retox ist, das habe ich erfunden,
die Show. Gibt schon über 50 Folgen. Ist alles Retrox fertig aus. Das ist Retro-Retrox. Da stellen wir Retro-Spiele vor. Das ist auch Retro. Das, ja, das habe ich auch schon vorgestellt in dem Format Retro-Retrox. Ja, aber jetzt spielen wir das Spiel. Jetzt hat, haben wir ein neues Format. Jetzt heißt es doch Retrox mit Vulgar. Meine Güte, ja, du Drecksjuder, oder? Ey! Kein Schimpfer, da, gell, bitte. Da schaut auch sich Kinder auf meine Video, oder? Ja, so, ja. Wir schauen Kinder zu. Futze! Ja. Nee! Kinderfutze. Leute! Ich glaube, das schmeißen wir mal. Das ist alles. Ihr seid gebannt. Ihr seid doch eh keiner. So weit schauen die Leute eh nicht das Video. Oh, man schaut sich die Video. Okay. Jetzt werde ich sagen: Lupo, fahr. In die Lupo investieren. Im Lupo investieren, Leute. Im Lupo Geld anstecken. Jetzt sind wir im Chess Club. Free Chess. Ja, erstmal tuning. Ja, Moment, ich muss hier erst einmal das Auto wechseln. Ne? Ja, ja. 98 PS ist die Limit, ne? Was du weißt, was du kannst einfach. Ich weiß. Gott, sieht das stylisch aus mit neuer. Kann man auch die Farbe wechseln? Weit. Hallo? Kann man die Farbe wechseln? Ich kenn die weit. Warte mal, jetzt will ich erstmal wissen, wo der die Farbe liest. Ah! Jetzt hab ich's auch. Ich hab Pullover, wo die Farbe liest. Yay! Ich mach immer Werbung wieder für meinen Kanal. Lass dir mal dann, wenn ich wieder was anfange. Nein, das will ich. MedizTV. Ja, aber jetzt sitzt mal nicht der Daniel. Ja, den braucht man nicht zu sehen. Hallo? So, jetzt wir gehen auf Tuning, Lupo. Oh, links, ja. Ja, ja. Ja. Lupo Tuning. Ja, könnte man auch nicht die Farbe wechseln und die Fahrzeug? Hä? Nein. Ich glaube, die Farbe kannst du nicht wechseln. Ehrlich? Kannst du noch bei der neuen Wagen machen. Ah, okay. Aber wenn das ist gebrauchte Wagen, kann man nicht. Tuning. Okay. Was haben wir gesagt? Ja, Dämpfer. Das schon die höchste. Doch, dann mal die Öre. Hämmer schon. Haben wir schon. Halb aber acht. Was war mit Motor? Du hast vor Hämmer schon und ich sag vor Hämmer schon. Ah, die Masse ausgleicht. Haben wir auch schon. Das kostet zu viel. Ja, das kostet zu viel. 4,3 PS. Bringt mir nichts. Turbo? Kann man anstellen? Gibt's nicht für den Karren. Gibt's auch nicht für den Karren. Du kannst nicht so viel machen. Bei mir schon war ich drauf. Schleife der Kanäle. Ja, LPS. Boah, yeah, für 5000. Das ruppt's richtig raus. Turbo. Ich kann den Turbo noch machen. Ja, glaube ich nicht. Doch, der ist schon. Erste Stück, ja. Okay. Wow! Ja, gut, aber. Jetzt bin ich mal gespannt. Moment. Das gibt's noch nicht. Moment. Man könnte die erste Stufe anbauen und dann die Teile, die so viel PS reinbringen, abbauen. Das könnte man auch versuchen, was macht ein anderer? Wahrscheinlich Gewichtsreduktion. Ja, Rennfahrzeugmodifikation, ja. Rennfahrzeugmodifikation, das klingt cool. Ja, machen wir. Genau. Oh. Also kannst du sogar die Farbe ändern. 80.000. Du könntest sogar die Farbe ändern. Boah, die Rennausstattung von dem. Aber ich werde sagen, versuch mal mit dem Turbo und dann kann man die Schalldämpfer wegmachen. Und dann sind die Leistungen auch wieder auf 100, noch nicht mal ganz auf 100. Du kannst nichts ausbauen. Doch, danach kannst du ausbauen. Nee. Ja, ich brauch's. So, wie ist es? Ja, da haben wir keine Chance. Moment. Ist auch nicht zu langsam. Oder die Getriebe, vielleicht die Getriebe. Haben wir nicht gemacht, die Getriebe. Antriebszug, klar. Die Kupplung, Beispiel. Ja, aber da passiert aber auch nichts. Doch, da hat sie mehr Beschleunigung. Die Kupplung. Weil die Kupplung oder die Schwungscheibe hilft doch. Liegt an der Hype. Das sieht scheiße aus. Stichwort.
sieht ja richtig scheiße aus. Ralf ist nicht mal gut. 2000. Oh, Quatsch. Die Kamera nicht. Ralf ist nicht mal gut. Ach, ja, stell dir um, ist Ralf, was ist das? So steht Profi, du weißt, das muss gut sein. Wenn die Ball steht, dann müssen wir gucken. Ich bin mit Fan-Turbo. Nee, jetzt lang nicht mehr für ein Turbo. Wie teuer war der? Ah, also. Doch. 4000. Ja, hoch für uns. Und dann wir müssen mal Teile ausbauen. Ja. Ja, das probieren wir halt immer. Wie kann man so Teile ausbauen? Du wirst zurück. Das geht um Schalldämpfer. Ja, Moment. Das spiele ich nicht so dein. Schlimmste. Das wird ab 20 Jahren. War da noch ein Klemmer? Ah, nein, das muss man sogar bezahlen. So, jetzt haben wir Scheiße gebaut. Nee, du wärst hin. Das geht. Nein. Doch. Wie? Ja, wenn du gehst auf Rennen. Warte mal. Nee, aber man guckt nicht ins Rennen, nein. Da sagt nein, da sagt man von der Reihe, du darfst nicht mitmachen. Ah, dann muss man auf ein anderes Rennen hingehen und. Nee, jetzt ist vorbei. Doch. Nein. Ja, und dann? Das bleibt ja nicht. Du kannst ja nicht immer nur für das Rennen. Wenn ich weiß, ich kenne das. Ja, machen wir. Achtung, Patrick hat die Idee. Maschinentest. Geh auf Maschinentest. Richtig. Und dann kannst du dir. Ja. Nimmst Zeiten. Ja, Zeit 0 auf 400 zum Beispiel. Ja, warte mal. Und dann kannst du die Teile ausbauen. Ich weiß das. Leute, ich habe auch das Spiel Ewigkeit. Maschinentest kann man die Teile ausbauen. Ja. Weil hier kannst du auch nicht die Teile ausbauen. Er macht immer das, was er sagt. Ja. Daniel. Ich muss weinen. Das darfst du gerne tun. Das Auto. Gott im Himmel. Unser Part wird eine Stunde dauern, ja, Leute. Ich vorbereite euch. Jetzt müssen aber bald alles essen. So. Nein. Ja. Maschinentest. Ja. Dann drückst du die erste, die nur auf 400, jawohl. Und dann gehst du übersehen. Ja, tu dir das auch noch einspeichern. Wie einspeichern? Ja, danach, wenn du hast die Teile weggemacht, einstellen. Ja, einstellen, richtig. Und dann, nochmal nicht weiter. Das war. Überleitung. Mach weg. Drück mal. Ja. Und geh schlopf nochmal. Jawohl. Und so machst du auch mit die ganze. Ja, und tut er das auf Speicher oder was? Ja, dann aber nimmt er das. Weil müssen wir schon gucken, jetzt sind wir ein paar hundert Zivil PS. Ja. Ja. Warte mal. Haben wir jetzt. Okay. Das ist immer noch zu viel. Aber was haben wir noch angebaut? Stufe 1 muss da. Computerchip. Ah, die Computerchip habe ich doch rausgenommen. Ja. Wo war denn der? Der Motor, ne? Da ist ein Chip normal. Dann ist das immer noch zu hoch. Bei Stufe 1 gehen wir zurück. Aber dann sind wir hier wieder am Anfang, wenn wir die Turbo wegmachen. Nein, die Ladekühler haben wir nicht. Dann müssen wir die Turbo wegmachen, oder wie? Ja, aber das ist mal viel zu langsam wieder. Ja, dann. Das müssen wir mal losmachen. Das macht wieder. Ja, aber dann, den Turbo kann man nicht benutzen. Dann. Schlecht. Wenn man auf der Lade mit Fehler. Dann haben wir nicht die Karte, dann haben wir nicht zur Verfügung. So, 84 besser meins. Okay. 84 PS. Ja. Kann man nur mit 84 PS fahren, oder? Gut, dann. Der Lade mit Fehler noch. Haben wir doch was, oder? Was? Du hast manchmal alles beigestellt, ne? Ne, die Lade. Dann wäre doch neun. Ich habe auch noch eine Idee. Was denn? Ich guck nur bei der deutschen Rennen.
Deutsche Rennen, ich guck mal bei der deutschen Rennen, ob sie Lupo-spezifisch ist. Okay. Ja, man kann schauen. Volkswagen Rennen. Es gibt keine deutsche Rennen. Doch, es gibt. Irgendwo gab es nämlich. Ja, doch, okay. In der deutsche. Bei der Nordstadt, glaube ich. Deutsche Meisterschaft. GT-Serie. Warte mal. Ich glaube, herstellerspezifisch gab es doch auch Rennen. Ja, aber nur für die Beatles. Beatles? Auch schon Beatles, ja. Ja. Für die Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. Ja, Ereignis. Golfpokal? Golfpokal, New Beatles. Ja, nicht die Lupo. Lupo ist kein Gold. Nee. Sag bloß. Lupo ist Lupo. Sag bloß. Ja, aber du kannst aber trotzdem. Beim GT-Serie ist auch diese deutsche Meisterschaft. Und vielleicht ja, kannst du. Das ist die deutsche Tourenmeisterschaft. Nee. Meisterschaft? Ja, der Porsche kann da von. 206 NPS. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Jesus. Aber was haben wir jetzt erreicht in dem Teil? Patrick hat telefoniert. Richtig. Ja, ich telefoniere ich immer gut. Meine Mama hat telefoniert. Ich nicht. Ja, ich habe Freunde gewonnen. Die kleine Pokal ist. Pokal ist mir immer noch treu. Aber die erste Rennen, die erste Rennen kann man vielleicht machen, wenn Mama die ganze Turbo. Nein, machen, ne? Ja. Wie? Nee. Turbo ist so hoch. Doch, die wie viel der Mann mit dem Turbo Cut? 117, oder? Und dann kann man die 147 PS machen. Ja, 100 wird das dann machen. Weil die 147 PS, die kann man mitmachen mit 117 PS. Und wir haben jetzt eine halbe Stunde schon. Ich hab gesagt, dass ich immer 4 da drüber bin. Dann. Okay, und deswegen müssen wir dann aufhören. Ja, das ist schon. Wie, jetzt ist es. Jetzt fahre ich nochmal rum. Ich probiere es zumindest. Du machst eh nicht zu Ende, das ist schon ein Running Gag. Ja. Du musst du gehen im Anno oder wie? Nein, ich hab doch gesagt, dass ich da irgendwie. Ah, okay. Und dann fahren sie dich nach Hause oder was? Was? Mhm. Ah, wenn du was willst, fahrst du nach Hause, oder? Ja, ich hab da auch schon. Aber nicht reinschoppen. Oh, au, das sieht gut aus jetzt. Ich war vorhin auch schon die ganze Zeit. Am Anfang sieht es immer gut aus. Ja, das ist es. Ich hab gesagt, an der Reife liegt's. Ich kann mich wirklich spannend sein. Man kann so eine Säule in die Schule. So unterschiedlich. Die Ruhe vor dem Sturm. Boah, wie die sich schieben, sich alle. Ja, das war damals bei der KI immer so, in alle Spiele. Guck, ich schieb dich, du wärst Erster. Das war aber überall so in der Autorennspiele. Wenn es eine Idee war, sind Gran Turismo 2 zu spielen? Ja, sie wollen das spielen. Ich glaube, ich meine das. Ja, okay. War das da die Idee, weil es zu sehen und bei der Rätsel des Holz? Ja, ja. Ich weiß, dass ich viel abgefangen habe. Hast du auch ein PlayStation gehabt? Also ich hab die PlayStation 1 gehabt. Das 2 habe ich komplett gespielt. Ja, die 2 habe ich nicht komplett gespielt. Gut, ich habe das Spiel auf der PlayStation. Was kommt jetzt auf der PlayStation 5 raus? Gran Turismo 7. 7 schon? Ja. Noch und das sollte auch ein neuer Need for Speed kommen, aber. Ja, es soll wieder wie Gran Turismo 4, wie sonst weil, ich weiß nicht, welches das war, aber da hast du auch gesagt, ich bin mal ein Block. Das war Sport. Achso, am Anfang war es Sport. Und dann halt eins gemerkt hat, dass der Online-Modus doch nicht so die Welt ist. Dann hätte den Online-Modus rausgenommen, oder? Ja, den Punkt ist. Ja, aber. Den haben wir verbessert. Ne, nachdem ja, zu wenig Autos kommen, weil es für die Autos ist. Ja, das ist Story-Modus, das ist Karriere-Modus. Wo die Development-Stage und so Ausdauer genannt, das haben sie wieder dazu gemacht. Aber es ist einfach nicht dasselbe wie ein normales Konzept. Ja. Wenn ich auch keine Lizenz fahre, kann ich einfach so dran. Ja, ich finde die Lizenz. Es gibt auch
gibt doch keine spezifischen Renner. Was du dann gut gemacht alles oder? Mit einem Auto drauf. Ah ja. Was noch ein gutes Spiel war, war das VRC. Ich war auch bei den 2er geil. Nein, das VRC hätte ich gern gespielt. War das bei dir Spiel? Ja, das ist ja das offizielle Rallye-Spiel gewesen. Ja, das war richtig. Colin McRae, das war ja nur so ein Ableger. Genau, aber das VRC für PlayStation 2 ist eben so gern gespielt früher. Fünfter Platz? War richtig cool. Ja, das ist ein Scheiß. Das ist ein Scheiß, Daniel. Okay, dadurch, wir machen Schluss. Das ist 35 Minuten Aufnahmezeit. Daniel, glaub, spielt kein Gran Turismo 2 mehr jetzt. Nö, ich steig hier aus. Steig da aus. Schau, ich spoil noch. Da, da, der spielt noch. Nix. Da kommst, sehr gute Otto. Ich spiel immer mit. Ihm freut das Spiel nicht. Okay. Ich hab's ganz anders da jeder rum. Ne, es war immer schwer. Ja. Aber gut, das geht einfach, wenn du... Gut, ich hab's halt mit Vogel-CD gespielt. Ich habe immer am Anfang immer Geld gesammelt und dann habe ich auch immer... Ayo? Oh, wo ist der Ehrgeiz? So, wir bedanken uns für Zuschauen. Ich habe ich keinen Ehrgeiz. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Ja, Minzi, schon gut. Nächste Folge ohne mich. Nach dem Mal die Werbung, kassiere ich 500 Euro. Ich strafe dabei, den Kanal zu gucken. Ja, aber... Werbung auf meinem Kanal, da musst du zahlen. Du bist doch selbst dabei auf dem Kanal, du Knallkopf. Michi trinkt nochmal Super U-Cola. Ja. Mit Kirsch. Ich zeige euch meine neue Xbox von Rolle. Ja. Daniel ist nicht mehr dabei. Ne, ich steig hier aus. Ich würde sagen, wir stellen danach gleich. Frustriert mich zu sehr. Vielleicht war es auch schon wertvoll. Oh nee, ich will das durchziehen. Also. Das willst du nur noch durchspielen, das wird dir nur noch langweilig. Wie langweilig? Nein, der spielt geil, oder? Ja, weil du bist dabei, das ist langweilig für dich. Oder? Was schlimmer? Spiel du ich einfach, ich hab's auch gemeint. Oder wollt ihr umgeben? So? Ich höre hier auf, ich mach das Spiel immer. Gran Turismo 3, die jetzt mal vorstelle. Nee, mach ich nicht mehr. Weil wenn wir wollten, sie wollten keine. Spiel einfach weiter, zieh einfach mit mir, dann bringt das auch nicht, dass wir mal vorstellen. Dann machst du mit Michi weiter. Eieiei. Michi im Fahrtextin, sagst du. Na gut, wir haben schon zwei Folgen. Eine ja, Folge, die wir hochladen. Nächstes Wochenende mache ich mal wieder mit Patrick auch wieder was. Geht euch kurz. Ja. Ich bin nächste Woche gekommen. Daniel ist wieder dabei beim Retro Redbox wieder. Retro Redbox, ja. Retro Redbox, ne. Das tue ich mir nie wieder, das Spiel. Emma sitzt. Wir hängen jetzt auch mal nicht. Okay, gut. Sache. Wir sehen uns noch. Dinge. Gut. Tschüss.